Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast DeFi.jetzt, Ausgabe 41. Heute geht es um Luxo, die Blockchain für Konsumgüter. Und wir haben uns dafür den Felix Hildebrand eingeladen. Hallo Felix. Hallo. Und heute dabei sind auch der Thor und der Mario. Hallo. Hi. Ja, Felix, wir beide kennen uns ja, weil wir bei unserem ehemaligen Arbeitgeber zusammengearbeitet haben, der Blockchains Development Lab GmbH, du als Student, ich als Ingenieur. Und du hast dich ja dann mit weiterentwickelt, weil du dort DLT, Distributed Ledger Blockchain studierst im Master, bist jetzt bei Luxo und deswegen wollen wir mit dir gerne über Luxo und die Luxo Blockchain reden. Aber vielleicht, Felix, vielleicht stellst du dich zuerst mal kurz vor. Und von Interesse ist bei unserer Zuhörer, Zuschauer-Community auch immer, ja, wann hattest du denn zum Beispiel deinen ersten Computerzugriff oder wie ist dein Kryptowerdegang? Vielleicht beginnst du einfach damit. Okay, ja. Also mein Name ist Felix Hildebrand. Ich bin hier in Mittweida und studiere den Master in DLT. Das mache ich seit dem letzten Jahr und zuvor habe ich meinen Bachelor abgeschlossen in Informatik für Anwendungsentwicklung. Und ich habe mich schon immer für Informatik interessiert. Ich komme, bevor ich mich für Blockchain interessiert habe, eher aus der Webentwicklung. Also habe ich schon ja, in der 5. Klasse angefangen, Webseiten zu programmieren, dann für Privatkunden Webseiten zu entwickeln, Portfolios zu benutzen. Dann ging das weiter und ich habe Shop-Seiten gebaut. Und ja, so habe ich mir neben dem Studium immer was noch nebenbei verdienen können. Mein erster Computer, das ist eine gute Frage, wahrscheinlich in der Grundschule. Da hatten wir so uralte, große, weiße Klötze, noch ein Single- oder Dual-Core-Prozessor damals, ja, vielleicht um die 100 MB RAM. Ja, das war so meine Zeit 2004, 2005. Und dann wurde ich auch direkt schon infiziert. Meinen ersten eigenen Laptop habe ich dann sehr viel später erst bekommen, in der 5. Klasse. Genau da, wo ich auch angefangen habe, Webanwendungen zu schreiben und mich für Webseiten zu interessieren. Genau, und das war dann auch ein alter Klotz, der schon längst ausgedient hatte, 5, 6 Zentimeter hoch. Und ja, damals waren die noch nicht so schlank, da konnte man natürlich noch alles aufschrauben, also Akku tauschen, RAM rausnehmen. Da konnte ich dann auch schon meine ersten Erfahrungen mit der Hardware selbst machen und mich da ein bisschen reinfuchsen. Ja, das eigentlich so zu meiner Person. Ja, wie Eine ist denn Sache noch. dein Krypto-Werdegang? Also sprich, wann hattest du den ersten Kontakt mit Krypto, Blockchain und so weiter? Tja, den ersten Kontakt da habe ich wahrscheinlich so 2016 bekommen. 2015, 2016. Da wurde Bitcoin groß und ja, das war kurz vor dem ganzen ICO-Hype auch. Da hatte ich noch nichts im Studium mit Blockchain zu tun, aber durch die Nachrichten ist dann natürlich vieles groß geworden und ja, Bitcoin an sich war auch immer wieder in Verruch und man hat gesagt, ja, das wird im Darknet benutzt und da wurde mal wieder eine Festplatte gefunden mit ein paar Bitcoin drauf und die wäre jetzt so und so viele Millionen wert. Und dann kam so ein bisschen das Interesse, digitale Währungen. Und ja, so richtig eingestiegen bin ich dann aber erst im Studium. Das habe ich hier in Mittweida 2017 angefangen mit angewandter Informatik. Und da gab es in diesem Jahr dann auch erstmals die Blockchain Autumn School hier in Mittweida. Ja, da ging es natürlich für Einsteiger oder auch schon Fortgeschrittene darum, über Blockchains aufzuklären, über die Technologie allgemein. Und das war dann auch tatsächlich mein erster Berührungspunkt mit Blockchain an sich. Ich habe dann darüber auch über Ethereum gehört, habe mich dann da reingelesen, bin dann auch in Kontakt gekommen mit Slockit, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, beziehungsweise ehemals Slockit, mittlerweile Blockchains LLC, wo wir uns dann auch kennen. Und ja, dann hat sich das alles so fortgeführt und jetzt bin ich eben bei Luxor. Gut, dann sind wir uns ja auch über den Weg gelaufen bei dem Frühjahrs- und Herbstschulen in Mittweida, war ich halt auch dabei bei den ersten Club 3. Felix, deine Definition von DeFi, was verstehst du darunter? Ja, DeFi, ja eigentlich nur ein dezentrales Finanzsystem. Für mich hängt da immer auch mit Transparenz, weil natürlich da vieles Open Source auch gemacht wird, mit dahinter. Einfach ein
unzensierbare Raum, um ja, Finanzgüter zu handeln. Komplett dezentral ist es natürlich nicht immer. Also wenn man gerade auf Güter guckt, dann gibt es ja trotzdem noch zentrale Instanzen, die die herausgeben oder dann vielleicht auch regulieren können. Deswegen geht meine DeFi, ja, meine Definition von DeFi eher in die Richtung der Plattform, also dort, wo man diese Güter handeln kann, dass das eben ja, ein unzensierter Raum ist, wo transparent zwischen Leuten gehandelt werden kann, ohne dass die sich eben vertrauen müssen. Und ja, dann kann man eben durch DeFi Sachen umgehen, wie die Regulatorik, wie wir es jetzt vielleicht gesehen haben bei OpenSea mit den NFTs, dass da was geblockt wird oder dass Kurse konstant gehalten werden oder Informationen vorgehalten werden von den Nutzern. Das passiert dann eben nicht mehr so einfach oder sollte, wenn die Dezentralität vollkommen gegeben ist, dann eben nicht mehr passieren. Und würdest du DeFi jetzt nur auf Ethereum und Ethereum-kompatible Blockchains begrenzen oder weil du hast ja eigentlich die Definition von Blockchain erweitert auf DeFi. Ne? Ich würde es nicht nur auf eine Blockchain oder Ethereum begrenzen. Also DeFi kann auf jeder Blockchain passieren, die ja an der jeder teilnehmen kann und die nicht die Nutzung ja, einschränkt. Und wenn jeder frei partizipieren kann ohne Einschränkung, dann ist da auch eine Dezentralität im gewissen Maße gegeben. Wenn natürlich der Herausgeber nicht zu viele Nodes oder zu viel Macht dann darauf besitzt, ist immer anwendungsspezifisch, aber auf jeden Fall nicht Blockchain-spezifisch. Ja, Felix, stell dir mal vor, wir würden dir jetzt 1.000 Euro schenken. Und du könntest jetzt losgehen und auf die Kryptobörse deiner Wahl lenken und könntest dir jetzt einfach irgendwelche Token kaufen. Was würdest du denn jetzt für Token kaufen? Tja, gute Frage. Auch ein bisschen tricky. Ich bin ja, wie gesagt, involviert in Luxo. Dann würde ich wahrscheinlich da Feuer und Flamme sein und mir erstmal ein paar Lux kaufen, weil da auch meiner Meinung nach sehr viel Potenzial drin steckt. Ja, so sonst bin ich gar nicht krass involviert in viele Projekte. Ich bin meistens viel zu perfektionistisch, was das angeht. Und wenn ich irgendwo rein investiere, dann möchte ich auch ein System komplett verstehen, die Vision dahinter. Und oftmals, gerade in unserem Bereich und Blockchain, hängt das dann für mich auch immer zusammen mit, okay, ich möchte mich gerne in den Code reinlesen, ich möchte wissen, was die wirklich machen, an was da gearbeitet wird. Ja, das ist sehr mit Zeitaufwand natürlich verbunden. Und da bin ich tatsächlich nicht so belesen in verschiedene Projekte, wo ich investieren würde. EVM-Chains bin ich generell sehr, ja, sehr opportunistisch und sehe da sehr, sehr viel Potenzial immer noch. Also würde ich wahrscheinlich auch einen Teil noch in Ether lassen, gerade weil da natürlich auch im DeFi-Bereich noch sehr viel mehr gemacht werden kann, von Ether schnell auf andere Tokens umzuschwenken. Deswegen, ja, wäre da meine Antwort Ethereum und Lux. Aber ja, generell auch Projekte, wo eine gute Community herrscht. Also der letzte Podcast hatte ich gesehen mit Etherist zum Beispiel oder auch Luxo. Da ist sehr viel Community getrieben und da ist wirklich eine sehr große Nutzerschaft, die da involviert ist in die Projekte, immer mit am Start ist, Ideen reinbringt. Und das ist immer für mich auch ein guter Indikator für solche Projekte, dass man nicht jetzt wirklich vollkommen auf zentrale Instanzen geht, die da an einem Projekt im stillen Kämmerchen vor sich hin programmieren, sondern dass man da wirklich auch hier wieder auf Dezentralität setzt, auf Open Source und dass man da nur in Projekte investiert, wo man auch sich selber mit verwirklichen kann und Teil der Community wird. Geht ja, da auch in die Richtung von, kann man eine Node aufsetzen, kann man da teilhaben, wenn man wirklich eine gute Vision da hat oder sehr viel Potenzial sieht. Also das sind alles so Kernpunkte, wo ich drauf schaue. Okay. Haben wir noch eine Frage, welche Kryptoassets findest du gut und warum? Hier, bevor du da mit einer Antwort startest, noch ein Zusatz von mir. Was würdest denn du alles als Kryptoassets überhaupt definieren? Ja, Kryptoassets, also alle digitalen Güter, die die Werte repräsentieren. Auch wieder eine sehr schwere Frage, wenn man jetzt schon drüber gesprochen hat, wo man gerne investieren würde.
Ist die Frage eher darauf bezogen, auf welche Art von Kryptoassets oder auf spezifische Token? Eher die spezifischen. Also eigentlich hat man gedacht, 1.000 Euro sind ja jetzt in Anführungsstrichen, kannst du ja nicht zu weit streuen. Du sagst jetzt, du würdest den zum Beispiel Ethereum, den DIP und den Lux-Token dir holen. Man kann ja aber Projekte auch noch einfach so gut finden, ohne sie kaufen zu wollen. Und Token, so ist es dann eher gemeint. Also wenn jetzt die 1.000 Euro alle sind und du kannst keine mehr kaufen, welche sind denn immer noch trotzdem so in deinem Interesse sozusagen? Ja, also wo ich mich gerade ein bisschen belese, ist tatsächlich das Metaverse, wo jetzt sehr viel aufgekommen ist in letzter Zeit, Sachen NFT-Collections und so weiter. Ich selber bin da noch nicht involviert, würde aber, also sehe schon Potenzial im Metaverse und würde dann mich da auch umschauen in gute Projekte, wo man vielleicht rein investieren könnte. Also alles, was Richtung digitale Fashion geht und auch NFTs, die vielleicht dann in Spielen genutzt werden können online, wo dann wirklich der Benutzer seine Güter selbst hält im digitalen Raum. Da sehe ich sehr großes Potenzial, weil ich auch selbst Gamer bin, ja, und da eben auch die Analogien schon lange Zeit schlagen kann, wenn man in gewissen Spielen eben Gegenstände sich verdient und der Publisher dann irgendwann sagt, okay, wir schalten den Spieleservice ab und es war eben ein Online-Spiel, dann besitzt man ja nichts mehr und es war quasi rausgeschmissenes Geld. Und in Zukunft sehe ich eben bei Krypto-Assets, gerade NFTs, auch in der Gaming-Richtung sehr viel Potenzial, weil man da sagen kann, okay, man besitzt ein Gut wirklich in seiner Wallet und die Spiele greifen einfach nur darauf zu. Und ja, sobald ein Publisher das Spiel vielleicht nicht mehr unterstützt, dann hat man trotzdem noch die Werte und kann die dann vielleicht andersweitig benutzen noch. Was ja ein Grund war, dass am Ende Vitalik Ethereum erfunden hat, wenn ich mich recht entsinne. Der hat sich ja auch darüber aufgeregt, dass man In-Game-Items nicht in anderen Spielen und in mehreren Spielen beziehungsweise sie waren ihm, glaube ich, abhanden gekommen und er dachte sich, das muss nicht so sein, wir machen jetzt was, wo man immer die Kontrolle über seine In-Game-Items hat. Ja, und das ist eben sowas, was sich im letzten Jahr extrem weiterentwickelt hat, was aktuell immer noch so ein bisschen gebunden ist auch an die fehlende Skalierbarkeit und dass eben Transaktionskosten extrem hoch sind und dass da eine sehr große Hürde ist, wirklich Spiel-Items oder NFTs zu minten beziehungsweise dann auch zu transferieren. In Zukunft werden wir dann aber noch sehr viele Technologien sehen, die uns da den Weg einfach öffnen und ja, wir dann auch sehr viel mehr mit NFTs handeln können und vielleicht auch die nächste Stufe von NFTs tatsächlich erreichen. Aktuell sind es ja meistens nur Fotos. Ein NFT mit einer JSON-Referenz auf irgendeine Datei, die vielleicht auf IPFS gespeichert wird und zukünftig kann man sich dann auch vorstellen, dass die NFTs auf die zweite Stufe gehoben werden und dann auch wirklich Informationen flexibel austauschbar sind und handelbar sind und vielleicht auch Metadaten sich dann darin verändern. Das ist schon eine sehr interessante Denkweise. Mhm. Ja, dann kommen wir mal zu Luxo. Was und wer ist Luxo? Wann wurde es gegründet? Was kannst du uns darüber, also über das Unternehmen, wo du jetzt arbeitest, angestellt bist, sagen? Ja, Luxo ist ein eigenes Blockchain-Projekt von Marjorie Hernandez und Fabian Vogelsteller. Offiziell gegründet in 2018, aber die Idee, die war schon durchaus früher bekannt und in Diskussion. Und Luxo bietet eine Infrastruktur für digitale und physikale Konsumgüter, also besonders auch das Augenmerk gerichtet auf NFTs und auf Nutzerfreundlichkeit. Was wir jetzt noch nicht so wirklich sehen bei einer Blockchain, ist eben auch im DeFi-Bereich, dass man einen Blockchain-Explorer hat und da sieht man dann Adressen von Wallets, die irgendwelche anderen Adressen benutzen, wenn Smart Contracts zum Einsatz kommen oder eben einfach nur Werte hin und her schicken. Das Onboarding ist eben sehr schwerfällig. Man braucht zuerst ein paar Ether, wenn man auf Ethereum etwas machen kann und auf anderen Blockchains sieht es ähnlich aus, dass man sich erst eine Wallet erstellt, dann eine Seed Phrase hat, die man quasi runterschreiben muss und dann zu guter Letzt muss man auch erst noch ein paar Token kaufen oder ein paar Coins kaufen von der Blockchain, um letztendlich Services benutzen zu können. Und ja, mit den ganzen Hiccups, die man da eben hat, wurde eigentlich Luxo gegründet
Und man hat gesagt, okay, wir vereinen jetzt quasi die Kunst- und Fashion-Industrie mit einer neuen Blockchain, die es wesentlich leichter zugänglich macht für neue Leute, eben Blockchain zu benutzen und Anwendungen auf einer Blockchain zu bauen. Und da das in weiser Voraussicht natürlich nicht funktioniert, wenn jeder einen anderen Standard benutzt und jeder unterschiedliche Tokens hat, ist da eben bei Luxo krass der Fokus drauf gerichtet, wirklich Standards zu entwickeln, die dann auch auf anderen Blockchains Verwendung finden können, um eben Profile abbilden zu können von Benutzern, die dann eben NFTs halten. Und das ist der Kern des Projekts, der da zusammengefasst wird, also wirklich die kreative Community, die NFT-Szene zu vereinen mit einfacher Benutzbarkeit und eben guten, nachhaltigen Standardisierungen, so wie wir das jetzt schon bei Tokens im DeFi-Space kennen. Ja, der Fabian Vogelsteller, der Erfinder von oder Mitbegründer vom ERC-20-Token, der in der DeFi-Welt überall benutzt wird, gefühlt 90% aller Projekte. Jeder kennt den ERC-20 in der Blockchain-Szene. Und genau sowas wird eben zukünftig auch benötigt, um NFTs mit einem Standard zu versehen, dass die wirklich zwischen allen Applikationen interoperabel sind. Und genau das Gleiche sehen wir eben auch für Profile auf Blockchains, weil keiner möchte nur eine Wallet benutzen, wenn es um mehr als Währung geht, ja, wenn man wirklich Kunst hat und NFTs, wenn man Reputation irgendwo bekommen möchte im Internet mit seinen Werten, dann funktioniert das eben nicht mehr wirklich nur mit einer Wallet. Keiner möchte seine eigene Identität im Internet oder auf einer Blockchain aufbauen, wenn alles von einer Seed Phrase abhängt. Und da ist eben die Vision, dass wir Nutzerprofile erstellen, quasi eine leichtgängige SSI-Variante, auf der dann die Benutzer quasi Accounts auf einer Blockchain besitzen. Und die Accounts werden dann nur noch gesteuert von Keys, die in einer Wallet sitzen. Aber der Smart Contract bzw. das Benutzerprofil kontrolliert eigentlich die Identität mit allen Assets, die man besitzt. Du hast ja jetzt gerade ein Wort SSI, das ist eine Abkürzung, das steht für unsere Zuhörer, Zuschauer selbst, souveräne Identität. Wenn eine solche Identität dann, die über Keys repräsentiert wird, habt ihr dann vor, das über eine Multisignatur, also nicht, dass es nur über eine einzige Seed Phrase, wenn ich die verliere, sondern über eine Multisignatur, also mehrere Zugangs- oder Variantenmöglichkeiten von Keys, zugänglich ist oder wollen wir dazu später kommen? Da können wir auch jetzt kurz drüber reden. Also die Vision ist praktisch, dass jede Blockchain mit einer Basis-Layer ausgestattet ist, wo eben die Wallets drauf liegen. Und alles, was ausgeführt wird an Code, ist eben die Applikationsebene beziehungsweise Anwendungsebene auf einer Blockchain. Und wir wollen quasi die Identitäten, die jetzt nur durch Wallets repräsentiert werden, eine Ebene höher shiften, dass die eben wesentlich komplexer gestaltet werden. Und wie du es schon angesprochen hast, solche Identitäten oder Profile können eben dann durch mehrere Keys benutzt werden. Und das Gute ist dann, man hat nicht nur einen Key, der wirklich die ganze Wallet bedienen kann, sondern man kann dann eben auf der Anwendungsebene auch noch Sachen dazu programmieren, wie zum Beispiel Rollensysteme mit verschiedenen Keys. Man kann auch das Onboarding einfacher machen, wenn man zum Beispiel solche Einweg-Keys vergibt und die können dann einmal den Account aktivieren oder dann eine Transaktion in einem bestimmten, mit einem bestimmten Service ausführen. Also man kann sehr viel mehr dann machen und mehrere Keys eben zu einer Identität hinzufügen, um ja, mehr auch in die Sicherheit zu gehen für einen normalen Benutzer, der dann nicht abhängig ist von einem Schlüssel, den er mal verlieren kann. Wie meinst du Schlüssel, ne? Für die denen das Wort nicht so geläufig ist. Habt ihr ein Token für Luxo? Und wenn ja, habt ihr da irgendwann mal ein ICO oder ITO gemacht? Ja, es gab einen ICO tatsächlich und wir haben einen Token. Also der Token der Luxo-Blockchain, der heißt Lyx, LYX. Und ja, aktuell ist es der LYX-E. Das ist quasi die Ethereum-Variante. Also der ICO damals bei uns hat stattgefunden
auf einem Smart Contract auf Ethereum. Und wir haben Ether eingesammelt und ja, für seine Ether hat man dann eben die LyxE bekommen. Wenn unsere Blockchain launcht, dann kann man diese Tokens quasi aus seiner Ethereum Wallet einfach umtauschen gegen Lux auf der Luxo Blockchain. Und ja, das ist so der Schritt. Der ICO war kein normaler ICO, den wir gemacht haben. Das war ein Reversible ICO. Der hat die Eigenschaft, dass man, wenn man aussteigen möchte, dann auch einfach seine Ether wieder entnehmen konnte. Also der ICO ging vom Juni 2020 bis zum Februar diesen Jahres. Und ja, wenn man in dieser Zeit quasi sich Ether getauscht hat in LyxE, dann konnte man die auch jederzeit wieder rausnehmen. Ja, wenn man eben nicht zufrieden war mit irgendwelchen News oder sich das dann doch anders überlegt hat, das ist eben die große Funktionalität, die da standardisiert wurde, um genau solchen Angriffen oder solchen Scam-Versuchen von ICOs entgegenzuwirken und einfach dem Benutzer mehr Rechte zu geben, in dem Fall, was er wirklich macht mit seinen Token und wie er da investiert. Und ja, über dem Zeitraum konnte man die LyxE kaufen über den Smart Contract. Die Adresse, die findet man auch noch auf der Webseite. Und mittlerweile kann man da nichts mehr bekommen und man kann aber handeln durch Exchanges oder Uniswap. Und Uniswap, das heißt, wurde dann quasi enabled von der Community bei uns. Ja, und auf KuCoin sind wir eben offiziell gelistet. Eine Frage zur Präzisierung. Das heißt, dieser neue Standard, Reversible, RICO genannt, Reversible ICO, der hat gewirkt in der Zeit, also das Aussteigen, die Aussteigemöglichkeit, hat gewirkt in der Zeit bis zum Februar 2021, ja? Ja. In dieser Zeit konnte man, wenn man investiert hat, ohne Verlust oder Abschlag aussteigen. Wie viel, jetzt die Frage, wie viel von diesen LyxE wurden denn emittiert? Also durch den ICO sind 15 Millionen LyxE zustande gekommen, beziehungsweise sind jetzt schon in Umlauf und ja, insgesamt hat die Luxo Blockchain einen fixen Amount von 100 Millionen. Das heißt, 15% sind jetzt schon in Umlauf vor Launch. Und die, okay, die jetzt gehandelt werden, die LyxE, die wurden quasi ausgeschüttet zum ICO. Also das ist jetzt alles, was verfügbar ist, was quasi gekauft wurde beim ICO. Und das wird jetzt quasi gehandelt. Da kann man sich nicht noch mehr Supply jetzt dazu holen. Und ich hatte vorhin geguckt, habe ich eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Dollar gesehen. War das richtig oder ist das bezogen auf irgendwas anderes gewesen? Das muss ich selber nachgucken, aber kann tatsächlich stimmen. Es sind gerade 240 Millionen laut CoinGecko. Die 1,5 Milliarden habe ich auch gesehen, im White Paper standen die. Na, dann ist es vielleicht auf die 100 Millionen Gesamtemissionen gesehen. Okay. Ja. Okay. Das ist die Fully Diluted Valuation, genau, 1,5 Millionen. Ja. Ja. Dann bezieht sich das auf die 100, ja. Ja. Jetzt aber noch die Frage, du hast ja vorhin gesagt, ihr arbeitet, also ihr seid noch nicht public gelauncht, also es ist ja, Luxo soll eine Public Blockchain werden. Und wie sieht denn die Roadmap aus, dass das Ganze public gelauncht wird? Kannst du dazu was sagen? Ja, also aktuell sieht es bei uns so aus, dass wir den Launch auf das zweite Quartal 2022 geschoben haben. Und ja, dann kann quasi jeder auch seine LyxE umtauschen bei uns auf der Blockchain und kann dann dementsprechend auch eine Node starten. Aktuell ist die Roadmap, dass wir mehrere Testnetzwerke laufen haben. Es gibt das L14, das ist das aktuelle Testnetzwerk, wo auch schon Services drauf laufen, wie zum Beispiel Fanzone und wo auch gehandelt wird mit digitaler Kunst. Und zudem haben wir jetzt das L15 noch gelauncht. Das ist ein Testnetzwerk, um zu testen, wie die Validatoren in unserem Netzwerk Nodes aufsetzen können und wie stabil das Netzwerk auch ist. L14 ist quasi permanent das Testnetzwerk. Da kann man eben auch schon seine Profile drauf erstellen und Handel betreiben, beziehungsweise sich halt Token aushändigen lassen, Token auch kaufen, wenn es bestimmte NFT-Drops gibt.
Und L15 wird mehrmals resettet. Das dient eben für die Nodes einfach nur, ja, um viel zu testen, viele Fehler zu finden. Also da ist immer sehr viel, da sind wir gerade sehr nah an der Zeit, weil sehr viele neue Updates getestet werden, softwarespezifisch, und ja, sehr viel Stabilität auch, an sehr viel Stabilität noch gearbeitet wird. Bevor dann das Mainnet launcht, wird es zum L14, L15 quasi noch ein L16 geben, was dann abgelöst wird durch das Mainnet. Und das ist dann quasi die finale Form im Testzeitraum. Da wird man dann alles kombiniert haben. Also da wird das quasi stabil laufen, das Netzwerk. Da kann man dann auch schon seine Node anschließen und darauf offiziell als Validator eben Blöcke validieren oder Blöcke erstellen. Und sobald dann das L15 mit allen kombinierten Funktionen stabil läuft, geht es dann eben zum richtigen Mainnet über. Hier eine Frage, und zwar, es wird ja in dem White Paper damit geworben, dass das Ethereum kompatibel ist. Jetzt ist die Frage, ist geplant, das Mainnet auch Ethereum 2 kompatibel zu haben, beziehungsweise welcher Proof-of-Consensus-Mechanismus wird dort für die Validatoren gelten oder soll gelten? Ja, also Luxo ist eine Ethereum 2 kompatible Blockchain an sich. Und wir benutzen zum Mainnet dann auch Proof of Stake. Aktuell im Testnetzwerk ist es Proof of Authority, also POA. Und das wird gehandhabt durch interne Nodes, die da laufen, und ein paar externe, soweit ich weiß, die sich da auch andocken können. Aber ja, beim Launch oder auch schon jetzt im L15 Testnetzwerk läuft Proof of Stake. Und das eben auf der Ethereum-Basis, also ganz normal der Casper-Algorithmus. Und ja, dann wird man eben seine Luxo-Token benutzen, um diese zu staken auf seiner Node. Und ja, es ist kein Distributed Stake, sondern wirklich ein reiner Proof-of-Stake-Algorithmus, wie der dann bei Ethereum 2 zum Einsatz kommt. Und wir werden höchstwahrscheinlich dann auch die erste Blockchain sein, die tatsächlich Ethereum 2.0 läuft. Oder ja, am Laufen hat, bevor das Ethereum selbst tut. Das große Problem ist nämlich, bei Ethereum zu Ethereum 2 gibt es halt sehr große Probleme, weil ja eben die Blockchain aktuell schon besteht, quasi den alten Konsensus anwendet. Und um quasi mit allem kompatibel zu sein, was bisher in den letzten Jahren erstellt wurde, das alles umzumünzen, fehlerfrei auf das Sharding und eben auch Ethereum 2.0 und auch den Konsensus umzustellen, das ist eben eine sehr schwere Herausforderung, die wir uns ein bisschen leichter machen können, weil wir eben noch keine Blockchain aktuell haben im Mainnet, und wir können dann praktisch von Null an starten mit Proof of Stake und dann eben auch schon Sharding-Funktionalität bieten. Also wir launchen quasi mit dem Ethereum 2.0 Konsensus von Anfang an. Ich habe da noch ein paar Fragen. Und zwar mit der Tokenausschüttung. Ihr habt ja jetzt beim ICO 15 Millionen oder sowas verkauft. Und die restlichen, wie werden die dann ausgeschüttet? Und was ist eure Blockzeit geplant? Blockzeit vielleicht mal von weg. Also man kann sich im Testnetzwerk das schon anschauen. 4 bis 5 Sekunden. Und ja, verteilt werden die 100 Millionen. Das kann man sich auch auf der Webseite gerne angucken. Da ist ein schöner Kreis mit einer Verteilung. Also ganz am Anfang 5% sind für Founders reserviert, beziehungsweise die Early Investors. Dann gab es quasi den Private Sale, beziehungsweise den ersten ICO, wo man teilnehmen konnte. 1% ging an KuCoin. Ja, und so reiht sich das dann wieder auf. 40% sind reserviert für das Ökosystem und für Anwendungen, die dann darauf bauen. Dann geht es dementsprechend weiter mit Ausschüttungen von Nodes, die dann eben Proof of Stake laufen lassen. Es gibt sehr viele Punkte in der Liste, wie sich dann der Supply letztendlich zusammensetzt. Das kann man alles offiziell nachschauen auf der Webseite. Die ist noch ein bisschen veraltet. Da gibt es einen Public Sale, der sich aufteilt in
den ersten und den zweiten Teil mit jeweils 10%. Das war geplant, falls der erste Public Sale nicht ausreicht. Also wenn wirklich im ersten ICO mehr als die 10% ausgeschüttet oder aufgekauft wurden oder wären mehr als 10% weggegangen beim ersten Public Sale, dann wäre quasi eine zweite Runde gestartet und dann wären die weiteren 10% quasi zum Kauf angeboten wurden. Dazu ist es aber nicht gekommen und ja, jetzt werden die mit dazu gerechnet zu dem Reserve Pool und ja, da ist noch nicht 100% geklärt, wie das dann ausgeschüttet wird. Meine Frage ging eigentlich dahin, wenn ihr dann Staken macht, dann kriegen ja die Notenbetreiber eine Belohnung und das heißt, es werden dann irgendwie pro Block eine bestimmte Anzahl, in dem Fall dann Münzen, ausgeschüttet. Und ihr habt aber eine Limitierung drin auf 100 Millionen war es, oder? Oder eine Milliarde, was war es jetzt? 100 Millionen. 100 Millionen. Das heißt, ihr müsst ja dann auch irgendwann gucken, dass dann pro Block, ähnlich wie es bei Bitcoin, entweder in Stufen oder kontinuierlich, dass dann immer weniger ausgeschüttet wird. Und der Lux wird ja vermutlich so wie bei Ether als Gas, als Schmiermittel für die Blockchain verwendet. Das heißt, der wird ja dann theoretisch verbraucht oder wird dann immer an die Notbetreiber geschoben für Gebührenkompensation, also Kostenkompensation. Ne? So in die Richtung läuft das dann. Ne? Ja, also die Belohnungen, die werden immer weniger. Ja. So ähnlich wie auch beim Halving. Das bezieht sich dann auf den Total Supply, also je mehr Total Supply schon da ist, umso weniger wird eben ausgeschüttet. Und genau, die Lux, die dienen quasi als Gas, auch wie bei Ethereum, und das wird dann eben auch für alle Anwendungen genutzt, wie das die normalen Protokoll-Coins eben so mit sich bringen. Und man bekommt weniger Belohnung ausgeschüttet, aber die Blockchain wächst ja auch über die Zeit und es gibt mehr Anwendungsfälle und dann steigt eben der Preis höchstwahrscheinlich und es gibt weniger Ausschüttung, also das gleicht sich dann immer ein bisschen an. So, dann hattest du gesagt, im L14 habt ihr jetzt schon Anwendungen wie NFTs oder sowas. Genau. Und ihr tut dann noch ein L16, was das L14 ablöst und dann zum Schluss das Mainnet. Was ist denn, wenn ich jetzt schon im L14 irgendwelche Realwelt, also irgendwelche, nicht Realwelt sind es ja auch nicht, aber irgendwelche offiziellen NFTs gekauft habe, werden die dann ins L16 migriert und vom L16 ins Mainnet oder fängt das Mainnet dann jungfräulich an? Das Mainnet fängt nicht jungfräulich an. Die ganzen Sachen, also das L14, das kann man schon sehen, die Profile auf universalprofile.cloud, das ist die Webseite. Und da kann man schon rumsuchen und man sieht auch sehr viele Profile, die eben NFTs benutzen und da schon halten oder tauschen. Und ja, das wird quasi von uns dann gepatcht ins Mainnet. Also alles, was man jetzt schon im L14 hat, das wird höchstwahrscheinlich direkt zum Mainnet dann gepatcht beim Launch. Und dann besitzt man die eben wirklich nicht nur im Testnetzwerk mit seinem Profil, sondern dann eben auch sein Profil mit der Wallet und mit allem, was dazugehört, voll funktionsfähig. Und mit dem L16? Ja, das steht noch nicht 100% fest und ist gerade noch in Entwicklung, wie das aussieht. Also geplant ist, dass das L16 quasi das voll stabile Mainnet ist, was zum Testen kurz vorher nochmal angerissen wird. Da habe ich aber, liegen mir keine Informationen vor, ob dann man da schon auch Profile benutzen kann oder ob die dann auch noch gepatcht werden oder ob man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt das stabile Netzwerk, das läuft jetzt einfach durch für die Validatoren, jeder kann teilhaben mit einer Node und ein paar Test-Tokens. Ja, das steht noch im Raum, da gibt es keine aktuellen Informationen. Gut, und jetzt hast du das Wort wieder gebraucht, Node. Was sind die... Ja. Anforderung an eine Node? Kann ich da ein Raspberry nehmen oder? Noch dazu, als Validator, man braucht ja als Validator eine Node. Was muss ich machen, um Validator bei euch zu werden? Wo muss ich mich melden? Zusätzlich mit den Specs für die Node. Okay, also die Specs, die können aufgerufen werden tatsächlich unter docs.luxo.tech. Da kann man sich die durchlesen. Also ein Raspberry Pi wird nicht ausreichen. Ja, bei uns in der Blockchain ist das quasi
wie auch mit der Beacon Chain und anderen, dass man quasi zwei Ketten parallel hat, die gesynkt werden. Einmal eben der Casper-Konsensus und dann die Chain, wo auch Transaktionen und die Smart Contracts bzw. der Code ausgeführt werden. Und die zwei synchronisieren sich. Das heißt, man muss auch die beiden Clients dazu bzw. Programme auf seiner Node laufen lassen. Naja, es gibt da unter Tech, ich sehe es gerade, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, einmal mit dem Mac und einmal mit dem Linux. Hat man, aber was hier nicht steht, noch nicht, ich habe es noch nicht gefunden, wie hoch die Mac-Anforderung ist, beziehungsweise wenn man als Validator arbeitet, da ist die Frage von mir, kann man da so ein Mac auch mal für ein paar Stunden abschalten und dass er dann später wieder validiert oder ist man dann raus, ähnlich wie bei der Beacon Chain? Wenn man eine gewisse Zeit nicht verfügbar ist, dass man dann seine Charts oder was man geschartet hat, verliert. Also geslashed wird sozusagen. Ja. Ja, also meiner Meinung nach wird es ähnlich ablaufen wie bei Ethereum auch mit dem Slashing, dass man bestraft wird. Also man kann natürlich offline gehen für einen gewissen Raum, riskiert dann aber eben ein paar seiner Tokens. Und zur Hardware, also es sollte eigentlich ab 2016, 2017er Hardware alles genügen. Also man braucht 8 bis 16 GB RAM, wie das auch bei Ethereum Nodes der Fall ist. Und ja, einen i5 Intel, ich weiß nicht, wie das auf der AMD-Seite aussieht. Windows, Linux und Mac funktioniert alles. Man kann tatsächlich auch schon die M1 benutzen. Wir arbeiten aktuell dann noch dran, dass die Software auch nativ läuft auf dem M1. Aktuell gibt es eben noch Rosetta, was den Intel-Chip quasi imitiert bei den ganz neuen Macs. Das kann man aber eben ja innerhalb von einem Klick einschalten und dann kann man auch mit seinem M1 Mac da Validator sein. Ja, und sonst sollte alles gleich sein mit der, ja, wie bei Ethereum, also wer nur die Node laufen lässt, der sollte mit einem Raspberry Pi keine Probleme haben. Als Validator ist dann eben mehr gefordert. Mhm. Und kann man Stand heute schon in dieser L14 als Validator teilnehmen? Teil der Frage. Zweiter Teil ist, wie viel von Lux müsste ich investieren, um teilzunehmen? Okay, gute Frage. Ja, L14 hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Aktuell läuft es auf Proof of Authority. Das heißt, im L14 kann man nicht teilnehmen. Was aber funktioniert, ist das L15 als erstes Teilnetzwerk. Das ist aktuell eben sehr zum Probieren gedacht. Das heißt, aktuell ist es gerade wieder offline, weil wieder Fehler gefunden wurden. Und es wird öfters neu gestartet, so wie es eben sein soll für ein Testnetzwerk. Viele Fehler finden. Wer da aktiv werden möchte, kann gerne in den Luxo Discord schauen. Da gibt es einen Testnetzwerk und Validator-Channel und da steht auch in einfachen Schritten beschrieben, wie man dann teilnehmen kann. Also es geht wirklich, ich habe es auch bei mir ausprobiert mit wenigen Klicks, wie man sich da verbinden kann und die Wallet integriert. Alles ähnlich natürlich wie bei Ethereum. Das funktioniert schon. Der einzige Kritikpunkt da ist eben, man muss wirklich wollen, auch viel auszutesten, seine Node gegebenenfalls zu stoppen, nochmal neu zu starten, wenn eben die Chain auch neu gestartet wird und ein Reset kommt. Und jeder, der da Lust drauf hat, eine Node auszuprobieren und sich da ein bisschen reinzufuchsen, der kann da einfach bei uns in den Discord kommen. Und gibt es dafür einen Faucet oder muss ich da richtig Lux kaufen? Ja, die Lux im Testnet, die gibt es im V-Set. Das heißt, da kann man sich kostenlos 32 solche Lux kaufen und mit den Lux auf der Wallet kann man dann Validator werden im Testnetzwerk. Und die Anzahl von Lux, die dann im Mainnet benötigt wird, die steht noch nicht fest. So, dann hätte ich noch eine Frage jetzt. Der Christoph hatte ja bei Ethereum gesagt gehabt, dass sie mit Proof of Work angefangen hatten, um eine ordentliche Dezentralisierung, also dezentrale Verteilung oder gute Verteilung der Ether zu erzielen. So, und jetzt habt ihr nur ein ICO oder ein ITO gemacht. Meinst du, dass sie schon ausreichend gut verteilt sind? Ja, also das kann man auf EtherScan nachgucken. Das ist ja alles öffentlich, wie viele Halter es da gibt und was der durchschnittliche Amount ist, auch wie viel die größten Wallets sozusagen besitzen. Und meiner Meinung nach ist es
wirklich gut gelungen. Also bisher sind wir wirklich linear skaliert, haben immer mehr Leute dazu gewonnen und hatten keinen großen Aufruhr, keinen großen Hype aktuell, sondern sind wirklich gut und meiner Meinung nach so dezentral wie nur möglich da reingestartet in den ICO. Und die Tokens können dann natürlich auch ganz normal umgewandelt werden in Lux und dann hat man quasi den aktuellen Stand auch im Mainnet. Ja, ich habe auch drüber gelesen, dass es ein guter Ansatz ist, zuerst mit Proof of Work anzufangen und dann quasi zu shiften auf das neue System. Das ist bei uns nicht geplant. Und wie gesagt, wer sich dafür interessiert, der kann gerne auf Etherscan sich die Statistiken anschauen und auch mal die Halter-Wallets da auskundschaften. Also bis auf ein paar wenige Wallets, die eben von den Exchanges kommen, sieht es da wirklich recht gut aus. Vielleicht kommen wir mal wieder zu den Fragen, die wir auf der Präsentation hatten, ein bisschen zurück. Du hast ja nur schon noch viel zu dem infrastrukturellen Teil gesagt, aber was ist denn so die Langzeitvision von Luxo und wie sieht deine eigene Vision für Luxo oder dein möglicher Weg bei Luxo aus? Was sind da deine Vorstellungen? Ja, also zur Vision ist tatsächlich, Leuten zu ermöglichen, so schnell wie möglich oder so einfach wie möglich mit Blockchain in Verbindung zu kommen, ohne dass die es vielleicht wissen. Also wirklich das erste Mal jetzt mit dem NFT-Hype hat man es ja schon gesehen. Sehr viele Leute steigen jetzt ein, wollen digitale Güter haben und Bilder, sind aber trotzdem immer noch gebunden an OpenSea oder müssen sich rumhangeln mit MetaMask und eben Wallets, wo man nur Transaktionen sieht, neuerdings auch die Bilder dazu in der App, aber das ist eben ja trotzdem noch ein sehr komischer Einstieg für jetzt jemanden, der nicht viel mit Technik zu tun hat und nicht weiß, was der jetzt mit dem Seed machen soll oder wie wichtig das denn wirklich ist. Und die Vision, die wir in Zukunft haben, ist wirklich mit Luxo Standards zu bieten und ein Ökosystem zu bieten, wo wirklich Leute ganz normal, wie sie es aus Web 2 haben, Nutzerprofile verwenden können, ohne die ganzen Blockchain-spezifischen Onboarding-Schritte alle befolgen zu müssen, sondern man einfach startet mit einem Namen, man sich da anmelden kann. Aktuell im Testnetzwerk machen wir es immer noch mit E-Mail als Backups. Das wird natürlich dann rausfallen mit Wallets, aber wir arbeiten eben auch an unseren eigenen Wallet-Anwendungen und dem Ökosystem, wie wir dann die ganzen Standards eben integrieren können, sodass die Nutzer überhaupt nicht mehr in Kontakt kommen mit einem Explorer oder mit Transaktionen und was das denn alles zu heißen hat, sondern dann wirklich einfach nur Anwendungen nutzen können, um eben die digitalen Güter, Konsumgüter alle selbst zu verwahren und damit dann auch handeln zu können. Und das bezieht sich zum einen eben auf die digitale Fashion. Das ist eben ja die Richtung, wo Marjorie Hernandez einen großen Einfluss hat bei uns, bei Luxo, und die schon die NFT-Sales macht und ja sehr involviert ist in der Fashion-Szene. Und auf der anderen Seite eben Fabian, der das Ganze technisch beäugt und mehr in die Richtung wirklich Profile geht, eine leichtgewichtige SSI-Variante schafft und die zwei dann zusammenkommen mit den Profilen. Und in Zukunft könnte man ja sehr viel bauen mit solchen Nutzer-Accounts, zum Beispiel dezentrale Social-Media-Plattformen, wenn man wirklich Profile hat, mit denen man interagieren kann. Man könnte natürlich auch Marktplätze dann darauf bauen. Man könnte die Interoperabilität zu verschiedenen Spielen auch dann integrieren, sodass man vielleicht auf seinem Universal Profile, was man dann letztendlich hat, auch Rechtevergabe machen kann, dem man jetzt sagt, okay, ich spiele das eine Spiel und da bekomme ich eben Gegenstände in meine Wallet. Ich gebe jetzt dem Spiel die Berechtigung, in gewisse Container bei mir oder gewisse Slots in meinem Profile Daten zu speichern und da eben reinschreiben zu dürfen. Und dann kann man eben die Gegenstände, die man dort auch besitzt, vielleicht noch austauschen zwischen Spielen. Und wir kreieren die Basis dafür, dass man eben die Interoperabilität vorantreibt, wirklich einen Standard hat, der einheitlich von allen Blockchains benutzt werden kann, die auf der EVM basieren. Und ja, das wird eben das große Ziel, einen Standard zu finden, um wirklich das Metaverse
wie es jetzt oft genannt wird, zu vereinen und interoperabel an einem Strang zu ziehen und darauf dann weiterzuentwickeln. Ganz egal, ob man das dann auf der Luxo-Blockchain macht oder auf seiner eigenen Variante auf der Ethereum-Chain. Also alle Standards, die bei uns entwickelt werden, die können natürlich dann genauso auch auf Ethereum genutzt werden. Nur ist es so, mit SSI kenne ich mich auch ein bisschen aus, weil ich da in ID Ideal arbeite. Wird es von Luxo dort eigene DIG-Methoden geben? Also wir sind komplett auf der Smart Contract-Ebene und entwickeln eben alles auf Smart Contracts ausgehend. Deswegen auch der Weg zu einer neuen Blockchain, eben wegen der geringen Auslastung und weil wir von Anfang an Sharding unterstützen, am Anfang nur eine Shard haben, aber potenziell könnte man mehrere zuschalten, wenn dann eben die Auslastung nicht mehr genügt und sich viele beteiligen. Und ja, wenn man natürlich solche leichtgewichtigen SSI-Varianten baut on-chain, dann ist es natürlich immer mit großen Kosten verbunden. Und das ist der Weg, warum ja, man auch gesagt hat, okay, wir machen jetzt unsere eigene Blockchain dafür. Wir kapseln praktisch eine Branche ab, nämlich die der digitalen Ökonomien, Datenökonomien oder eben ja, der ganzen kreativen Welt, jetzt so um NFTs passiert, um anfangs geringere Auslastungen zu haben, um nicht auf Ethereum das alles laufen zu haben, weil wenn man eben solche Smart Contracts und Profile mit ganz vielen Informationen füttert, dann kann es durchaus dazu kommen, dass man hunderte von Euros bezahlt, bis man dann mal anfangen kann. Und ja, das wollen wir eben lösen. Geringere Auslastung, geringere Transaktionskosten, um halt komplexere Sachen auf einer Blockchain für eine Branche spezifisch bauen zu können. Und natürlich arbeiten wir auch daran, dass man das Onboarding vereinfacht und dann zukünftig vielleicht gar keine Transaktionskosten mehr bezahlen kann und trotzdem seine Profile ja, erstellen kann. Da ist aber sehr viel noch in Entwicklung und da kann ich nicht so viel sagen. Und deine Vision für Luxo und dein Weg bei Luxo, wie siehst du das? Ja, also ich bin jetzt ein halbes Jahr, aktuell ein Vierteljahr, aber insgesamt ein halbes Jahr in meinem Praxissemester bei Luxo. Und es wurde eben sehr viele, viele komplexe Sachen wurden entwickelt, gerade auf der Standardisierungsebene. Das kann man auch alles sehen bei GitHub. Und ja, auf der anderen Seite hat man eben die sehr starke, auch liebe Community, die total in dem NFT-Hype mitsteckt und die Vision auch hinter der Luxo-Blockchain versteht, aber eben im Großteil nicht Programmierer sind. Und ja, meine Aufgabe für dieses halbe Jahr ist quasi als ein bisschen Vermittler zu dienen und die Schranken zu schließen. Also aktuell mache ich die Dokumentation bei Luxo und soll einen Developer-Wiki erstellen. Und da geht es eben darum, die ganzen Sachen, die technisch passiert sind, auch gut zu dokumentieren, zu verstehen und auch verständlich zu machen für Leute, die neu ins Ökosystem kommen, vielleicht nicht programmieren können und den Leuten vielleicht auch zu helfen von außen, die sagen, oh, ihr habt eine coole Blockchain. Ich möchte gerne irgendwas auf eurer Blockchain bauen, vielleicht auch eine App entwickeln, dass die dann eben durch meine Guides und das, was ich ja, in diesem halben Jahr erstelle, dann Hilfe finden und auch ihre eigenen Use Cases und Businesses abbilden können. Nach dem halben Jahr werde ich dann meine Masterarbeit schreiben bei Luxo. Und da ist aber noch nichts fest geplant, in welche Richtung das geht. Luxo hatte vor ein paar wenigen Wochen den ersten Hackathon, den die veranstaltet haben. Da gab es auch gute Preisgelder. Da waren über 20 Projekte, die teilgenommen haben. Und da hat man schon gesehen, welche Projekte denn auf so einer Blockchain entstehen können. Wir hatten zum Beispiel, gerade wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, ein Projekt, wo es genau darum ging, eben Gegenstände von einem Spiel ins andere zu bringen. Es ging aber auch um Ticketsysteme und NFT-Handel, Marktplätze oder auch um so einfache Sachen wie vielleicht eine Karte mit den Initialen zu bauen, dass man sein Profil hat und man hat eben ein Credential. Es gab unter anderem auch einen Luxo Name Service als App, der rausgekommen ist, weil es natürlich auch für das Onboarding schwierig ist, wenn man da mit Blockchain-Adressen rumhantiert. Und deswegen ist so ein Name-Service eben auch ganz gut. Ja, und mein Projekt zum Hackathon, wo ich eigentlich drauf kommen wollte, jetzt schlage ich den Bogen, war eben ein Social-Media
System oder ein leichtgewichtiges Social-Media-System auf der Blockchain, wo man sich eben mit seinem Profil Sachen anzeigen lassen kann. Man kann da NFTs liken, upvoten, man kann gewisse Accounts supporten. Und in Zukunft sind da eben noch viele Sachen geplant, das weiterzuentwickeln und so eine Art Datenökonomie-Grundsystem zu schaffen, wirklich eine Infrastruktur zu erörtern, wie man eben Social Media in einem dezentralen Raum überhaupt erstellen kann, aufbauen kann und ob das überhaupt ja, gewünscht ist, technisch machbar ist und auch natürlich effizient genug ist. Und ja, das wäre so mein Favoritthema für den Master bei Luxo, solche Dinge weiterzuentwickeln. Aber wir sind eben ein Startup und da passieren sehr viele Sachen. Es wird an jeder Ecke ja, eine Entwicklung benötigt und dann kann es eben auch sein, dass ich da in ganz andere Bereiche einspringe. Aktuell natürlich für mich die perfekte Ausgangssituation, ein halbes Jahr im Praktikum da zu sein. Ich bin auch der erste Praktikant gewesen, soweit ich weiß. Und sonst nur vollwertige Entwickler. Man lernt extrem viel und kann sich jetzt in alles einarbeiten, wirklich alle technischen Aspekte verstehen. Und nach dem halben Jahr gehe ich wirklich gut gebildet raus und kann mich dann auf eine Branche festlegen. Also bei Luxo haben wir ein Backend-Team. Wir haben Leute, die spezifisch an Smart Contracts entwickeln. Dann natürlich ein Netzwerkteam und ja, man guckt in alle Bereiche mal rein, versucht alles zu verstehen, mitzunehmen, um sich dann eben spezialisieren zu können und vielleicht dann auch schon Themenvorschläge zu haben für eine Masterarbeit. Ja, und persönlich hoffe ich natürlich drauf, bei Luxo bleiben zu können, also die Vision, solche neuen Ökosysteme zu schaffen und eben wegzugehen von eine Wallet und dann wirklich Profile zu bauen, komplexe Profile auf einer Blockchain, das ist wahnsinnig inspirierend und ja, ich glaube auch, das ist der Weg der Zukunft, die Vision. Ich war bei der Blockchains, auch eine sehr große Blockchain-Messe, die stattgefunden hat in Hamburg dieses Jahr und da ging es eben ja, fast ausschließlich um Themen, die wir gerade schon in Entwicklung haben oder wo wir gerade den Zahn der Zeit fassen, gerade auch mit EVM-Chains. Unter anderem gab es eben von Joseph Lubin von Consensus einen Vortrag, der auch gemeint hatte, dass eben Profile bauen und wirklich Profile zu erschaffen auf einer Blockchain, um eben Assets halten zu können, der nächste große Schritt wird und das ist eben unterschiedliche EVM-Chains braucht, die eben auch die Last von Ethereum nehmen und dann sich branchenspezifisch abkapseln könnten. Die ultimative Vision für so ein EVM-Ökosystem mit mehreren Blockchains wäre dann natürlich auch Brücken zu bauen, was aktuell ja noch nicht wirklich gut funktioniert, dass man dann eben auch sagt, okay, ich mache hier meine DeFi-Sachen auf Ethereum und ich kriege vielleicht, wenn ich partizipiere an Projekten, NFTs, die dann auf meinem Profil sich wiederfinden lassen, auf einer anderen Blockchain. Und das wird dann eben der nächste Schritt, die Harmonie noch herzustellen zwischen den unterschiedlichen Blockchains. Also Felix, ich denke, das ist sehr herausfordernd, was du da, indem du dich da stellst und ganz aktuell. Kommen wir mal zur nächsten Folie. Ich glaube, einiges ist schon besprochen. Luxo ist ja noch eine Infrastruktur. Wo beginnt, wo hört die auf? Hier vielleicht an der Stelle werdet ihr oder seid ihr auch jetzt schon dabei, Layer 2 Technologie einzubauen, also Zero Knowledge Proof, Optimistic Rollups oder sowas? Aktuell geht es erstmal darum, ein stabiles und ausgefeiltes Layer-One-Prinzip zu haben. Da haben wir eben schon das Sharding drin und quasi das Ethereum 2.0, die Technologie dahinter. Und ja, erst wenn das dann wirklich stabil läuft, dann wird sich wahrscheinlich Gedanken drum gemacht, wie man das weiter mit Layer 2 quasi aufstocken kann. Das ist aktuell laut meines Wissens noch nichts geplant. Und ja, wo beginnt es und wo hört es auf? Auch sehr weitreichend. Also Layer 2, das wäre so eine Frage, wo hört es auf? Um Luxo gibt es sehr viele Projekte, die eben schon andocken auf das Testnetzwerk aktuell.
ein paar Kunstprojekte, ein paar NFT-Projekte. Bei Luxor im Kern geht es eben wirklich darum, die fundamentale Blockchain mit allen Standards quasi weiterzuentwickeln und die dann auch umsetzen zu können. Also ein großer Fokus wird tatsächlich auf Smart Contracts gelegt und eben die Profile so weiterzuentwickeln, wie sie gedacht sind. Die zweite Frage hier, die hast du schon beantwortet, Proof of Authority Blockchain, ist es derzeit. Es ist, da gibt ja, wenn es geplant wird zu launchen, dann soll es auf Proof of Stake umgestellt werden. Im Mainnet, im Testnetz L15 ist es schon. Die Domänenspezifik, glaube ich, ist auch schon beantwortet worden, weil ihr in dem Konsumgütermarkt euch erstmal tummeln wollt, auch mit den Profilen als zweiter großer Use Case. Ja, also das kann man noch nicht so richtig einschätzen, wo die Reise dann wirklich hingeht mit der Luxor-Blockchain. Am Anfang, wie gesagt, branchenspezifisch auf digitale Güter. Und ja, wir haben auch schon einige Kunstprojekte, die eben physische Güter mit einbezogen haben. Aber im Grunde geht es wirklich darum, die Standards zu entwickeln für die Profile und was dann letztendlich mit den Profilen und mit den NFTs gemacht wird von externen Projekten oder externen Unternehmen, das ja, kann man jetzt noch gar nicht so sagen. Also ob es dann Social-Media-Profile gibt, ob es Marktplätze sind, ob es wirklich Richtung Sammelkarten geht, wie das aktuell Fanzone schon macht. Es sind halt sehr viele Anwendungsfälle, die man dann drauf docken kann, wenn man einmal so ein Grundökosystem an Standardisierung verwirklicht hat. Du hattest ja vorhin auch schon ganz am Anfang das Thema RICO, also dieser Reversible ICO, neuer Standard, der ja für eure Luxor-Blockchain entwickelt worden ist. Ist der jetzt eigentlich schon als Standard auch in dem Ethereum-Improval mit dabei oder ist das geplant? Der ist laut meines Wissens nach gestartet tatsächlich als Improvement-Proposal und hat da aber laut meines Wissens noch nicht so viel Anwendung gefunden. Es kann auch sein, dass ich mich da irre, aber ja, der Start von dem Luxor ICO war der erste Use Case für den RICO und jetzt kann er frei verwendet werden von allen, die das möchten. Der Code ist offen und ja, als Improvement Proposal ist es eben auch angeführt auf der Ethereum Blockchain. Ich weiß aber aktuell die Nummer nicht. Könnte ich nochmal nachschauen und können wir auch verlinken. Habt ihr bei euch auf der Homepage habt ihr so drei Bereiche mit drei Schlagwörtern und zu denen haben wir jetzt auch noch mal ein paar Fragen. Ein paar Sachen hast du schon mal ein bisschen angedeutet gehabt, aber eine Frage, die sich so aufdrängt, ihr verwendet ja den Begriff Cultural Currency, also Kulturwährung. Und wo siehst du da den Unterschied zwischen einer Kulturwährung und einer Kryptowährung? Ja, ich glaube, Kryptowährung wäre dann ein bisschen der Oberbegriff für alles. Kryptowährungen benutzen wir aktuell nur, um wirklich digitale Währung abzubilden. Und da steckt eben Krypto dahinter. Bei den Cultural Currencies steckt auch Krypto dahinter. Also wäre wahrscheinlich Cryptocurrencies der Oberbegriff. Und dann könnte man unterteilen zwischen wirklichen digitalen Wertegütern oder eben den Kulturgütern. Was allgemein darunter zu verstehen ist, man hat ja jetzt die Profile und ja, mit den Profilen kann man sehr viel bauen. Man kann die benutzen, vielleicht in Spielen oder bei so einem dezentralen Social-Media-System. Und man kann die handeln. Und mit den Profilen, die öffentlich sind, ist es natürlich auch möglich, dass man Reputation erntet, wie das jetzt schon in Social-Media-Plattformen der Fall ist. Und in Profilen, dass man Likes kassiert und dass man vielleicht da einen Retweet macht und sich eine Community darum aufbaut. Und ja, mit den Kulturwährungen ist dann quasi gemeint, dass man nativ auf der Blockchain dann eben auch Reputation für seine Profile erwirtschaften kann und dass die auch einen gewissen Wert haben. Deswegen eben Currencies, also Dinge, die einen Wert haben, müssen ja nicht immer hinterlegt sein mit einem Coin von der Blockchain oder irgendwie einem Euro aus der echten Welt, sondern es ist eben auch sehr wertvoll, eine langwierige Partnerschaft mit jemandem zu haben oder einem Unternehmen zu haben und schon viel in der Vergangenheit vielleicht zusammen ausgetauscht zu haben oder unternommen zu haben. Und genauso wird sich das auch auf Datenökonomien in der Blockchain 2.0 Welt quasi ergeben, dass man mit solchen Currencies eben
Freundschaften, Beziehungen untereinander oder auch Beziehungen zwischen Services und Endnutzern dann eben mit solchen Kulturwährungen ausgibt, verschüttet. Man könnte sich auch vorstellen, dass man eben keine Werbung mehr schaltet, um den Service nutzen, kostenlos nutzen zu können, sondern dass man eben Werbungen schaltet, um dem Nutzer zu ermöglichen, weiterhin Transaktionen zu senden oder irgendwelche Beiträge anzusehen. Also man kann da sehr viel solche Currency-Systeme aufbauen, wenn einmal Profile da sind und man die eben connected mit einer Persönlichkeit, mit einer Identität. Und das, da könnten wir auch schon zum nächsten Punkt dann überschlagen, nämlich was sind Phygitals oder was ist das Phygital Ownership? Da geht es dann auch um Reputation und die quasi dann ja mit ins echte Leben zu nehmen. Man kann es von zwei Seiten sehen, entweder von der digitalen zur physischen Welt oder von der physischen dann in die digitale. Wir hatten ja ursprünglich schon mal angedeutet, dass eben Luxor auch physische Güter möglich macht zu verkaufen, beziehungsweise nicht die Luxor-Blockchain selbst, aber Projekte, die auf der Luxor-Blockchain aufbauen. Und das wird ermöglicht mit NFC-Chips, die in physischen Gütern eingearbeitet werden können. Aktuell ist es mehr bei Luxusgütern der Fall. Wenn man zum Beispiel eine teure Uhr hat, dann kommt die meistens mit einem Echtheitszertifikat und auf einer Blockchain kann man das eben das Echtheitszertifikat auch völlig digital machen. Man könnte dann eben die Uhr mit einem NFC-Chip verknüpfen. Der wiederum hat eine verifizierbare Einheit auf der Blockchain. Und dann könnte man eben mit dem Smartphone den Schuh oder die Uhr abscannen, die so einen NFC hat. Und dann hätte man quasi den Echtheitsnachweis. Und Phygital ist genau die Verknüpfung von der digitalen und physischen Welt, dass man dann eben nicht nur sagt, okay, man hat jetzt einen Echtheitszertifikat, sondern man hat zu seinem physischen Gut noch einen NFT, der das physische Gut abbildet. Eine gute Anekdote, die man sich da vielleicht in Zukunft vorstellen könnte, ist, dass man sich einen Sneaker kauft. Die sind ja in der Jugendszene extrem berühmt, werden auch in Spielen gefeatured. Und dann könnte man sich vielleicht einen physischen Schuh kaufen und dann könnte man den Schuh sich als NFT, wenn man den gekauft hat, freischalten für ein Spiel und dann könnte man, weiß ich nicht, im Spiel auch mit dem Schuh da rumlaufen, weil man eben beides hat, nicht nur die physische Version oder die digitale. Das könnte man dann auch noch erweitern, dass man dann den zwischen Spielen transferiert und dann vielleicht unterschiedliche Boni hätte. Das ist gemeint, dass man nicht nur eine physische Sache besitzt, sondern die eben auch noch in seinem Profil hält. Und auch wenn man die verkauft, dann natürlich den NFT mitverkauft, weil der eben das Echtheitszertifikat darstellt und der Gegenstand nicht den Wert bietet, wie wenn man jetzt das Echtheitszertifikat hätte. Und zukünftig kann man das eben auf alles beziehen, wo man wirklich nachweisen will, dass man ein echtes Gut hat, ein echtes T-Shirt, eine echte Klamotte, alles Mögliche an Konsumgüter könnte dann mit einer Blockchain verknüpft werden. Und da wächst dann eben auch Reputation, wo man wieder beim Anfangsthema wäre, weil man natürlich dann Zuspruch erhält und keiner sich brüsten würde mit Fake-Klamotten oder Fake-Gütern, die eben nicht vom Hersteller sind oder ja, dementsprechend würde dann eben Reputation wachsen oder sich verringern. Und das wäre dann schon so eine leichte Wertung, die man dann auf seine Identität bekommen könnte. Und man könnte endlich die ganzen teuren Sneaker, die man zu Hause liegen hat als Wertanlage, tragen, zumindest im Metaverse, ohne dass sie Wert verlieren. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, die Spanne und die Vision, die man da haben kann zu physical Sachen, die ist da unermesslich. Also es wird wahrscheinlich eh so kommen, dass man jetzt nicht mit einmal sagt, oh, wir haben jetzt hier das Metaverse und jetzt sind wir komplett digital und wir haben jetzt den DeFi-Jetzt-Podcast auf einmal im Metaverse und können uns da ja alle nebeneinander hinsetzen, sondern meines Erachtens nach wird es erstmal leicht anfangen, vielleicht mit so Augmented Reality, was wir jetzt schon sehen, was in ganz vielen Handys schon drin ist, wo man sich Gegenstände eben anzeigen lassen kann, dass man dann als nächsten Schritt vielleicht Brillen auf hat, die wie so ein Overhead-Display beim Fahrzeug einen Richtungen anzeigen können und dann eben auch Gegenstände, dass man dann vielleicht sieht, okay, vor mir läuft gerade einer, der digitale Klamotten anhat, dann zeigt die Brille auch die digitalen Klamotten von der Person und dann wird natürlich der Schritt immer weiter. Irgendwann geht es dann mehr Richtung Virtual Reality
dass man völlig digital kommt. Aber das ist ein laufender Prozess, der jetzt schon wahrscheinlich ein paar Jahre andauert. Nicht unbedingt mit Blockchain verknüpft, aber gerade Augmented Reality sieht man ja schon sehr häufig, wenn es um irgendwelche Sensoren geht in Smartphones, die dann kommen, oder um irgendwelche Google Maps Anzeigen im Fahrzeug. Und das wird dann eben auch verknüpft werden können mit der Blockchain-Technologie, um Werte darzustellen, digitale Echtheitszertifikate, und um einfach seine eigenen Sachen auch überall mit dabei zu haben und nicht mehr angewiesen zu sein auf große IT-Konzerne, die dann eben die Daten abfangen, sondern dass man eben ein Profil hat oder eine Wallet, die das Profil steuern kann, wo dann eben alle Daten selbst souverän gespeichert werden können und keiner da Zugriff drauf hat, wenn ich das nicht wirklich möchte. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an des Kaisers neue Kleider. Alle, die die Brille nicht haben, sehen den Kaiser nackt und die anderen sehen den angezogen. Die hast du dann wahrscheinlich andere Klamotten. Torb, wie willst du dich denn jetzt gerne gesehen haben wollen? Ich würde dann eher die Kaiserin, mich würde dann eher die Kaiserin ohne Brille interessieren. Siehste, so bist du. Was genau verbirgt sich denn hinter den Universal Public Profiles? Also es verbergen sich Smart Contracts dahinter. Also wir hatten schon davon gesprochen, dass man eben jetzt die Identifikatoren für sich oder zu seiner Identität shiftet von der Protokoll-Layer an einer Blockchain und von der Protokollebene von Wallets weg zu der Applikationsebene. Und das passiert natürlich über Smart Contracts, also Code, der ausgeführt wird. Und damit hat man eine sehr viel höhere Komplexität, weil man kann dann eben auch Anwendungen einfach programmieren und die ganzen Profile, die man dann eben zeigt, komplexer gestalten, Informationen hinzufügen. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für NFTs, die man zu Profilen hinzufügt. Im Grunde genommen sind die Universal Public Profiles die Standards, die Profile aus dem Web 2, wie wir sie kennen, auf die Blockchain bzw. ins Web 3 holen. Und wir dann Accounts und Benutzerprofile, so wie wir sie jetzt haben, mit einer Identität kontrollieren können. Und dann eben die ganzen Assets und Daten zu uns spezifisch entweder darin halten, deswegen die Universal Public Profiles für die ganzen Public Informationen, aber das natürlich dann auch verknüpft werden kann mit Offline-Daten, die man vielleicht nur an gewisse Leute rausgibt oder dann eben Zero-Knowledge-Proofs hat dazu. Und dahinter verbirgt sich höchstwahrscheinlich meiner Ansicht nach der nächste Schritt, wo die Blockchain hingeht und wo die auch Massentauglichkeit herausfordern kann, wenn Benutzer sich einfach mit Profilen anmelden können, sich nicht mehr Gedanken machen müssen um irgendwelche Seeds und Keys. Und diese Smart Contracts werden natürlich weiterentwickelt und wir haben sehr viele Standards, die können auch nachgeschaut werden auf GitLab, beziehungsweise der GitHub-Seite von Luxo. Es gibt mehrere LSPs, das sind die Luxo Proposals auf unserer Chain mit den Standards, und da ist eben alles dabei. Also da spezifizieren wir, wie genau ein Profil aussehen kann. Dann gibt es unter anderem einen Standard, der alle Assets hält oder alle Assets zwischenspeichern kann, die ein Profil besitzt. Dann gibt es unter anderem Key Managers, die eben dann die ganze Rechtekontrolle machen, weil wir eben von Wallets shiften zu Smart Contracts, und letztendlich wird ja trotzdem noch alles gesteuert über Keys, und da können wir eben mit so einem Key Manager das quasi steuern und umsetzen. Und ja, wer da interessiert ist, kann gerne reinschauen in die ganzen Standards, und ja, das verbirgt sich im Grunde genommen hinter den Profilen. Ich muss nochmal ganz dumm fragen. Du sagst mehrmals, ihr wollt es einfacher machen, für Anfänger das Onboarding vorzunehmen, ohne jetzt Memnonic und ohne Private Keys. Wie wisst ihr dann, wer welches Profil hält? Gehen wir zurück wieder zu ihr. Also jetzt macht er gerade E-Mail-Adressen noch. Das ist ja erstmal wieder derzeitiger Stand. Für das Testnetzwerk. Genau. Ja. Dann wäre ja eigentlich das Nächste, wäre ja die Identifikation halt über Wallets. Also Web3-Schnittstelle. Du hast eine Wallet und hast dann sofort auch ein Profil auf einer Seite. Davon wollt ihr jetzt wieder weg? Ja, mit einer Wallet an sich kann man eben wenig machen. Also man hat halt eine Wallet und die kann jetzt Assets empfangen und die kann NFTs empfangen, aber die hat halt weiter keine Funktionalität. Man kann keine Rollen managen. Man kann auch, wenn man jetzt das Seed verliert, nicht mehr drauf zugreifen, außer man benutzt jetzt quasi Multisig-Varianten. Und
mit unseren Applikationen, die wir bauen, rutscht das eben im Hintergrund. Also wir werden weiterhin die Keys verwenden und man kann sich natürlich auch die Seeds anzeigen lassen und hat volle Funktionalität über seine Wallets. Aber im Frontend wird der User das kaum mehr bemerken und kann eben die ganzen Keys in seinen ganzen Apps zwischenspeichern und kann trotzdem noch Backup-Möglichkeiten hinzufügen, sollte er Geräte verlieren oder das Handy mal geklaut werden oder der Rechner nicht mehr starten. Dass man das einfach macht für Leute, die nicht Coins benötigen, um mal ein Profil anfänglich zu erstellen und sich erst noch einen Zettel holen müssen, weil es auf einmal heißt, oh, wichtig, schreibe bitte das Seed her, oh, wartet kurz, ich hole mir einen Stift und einen Zettel. Ja, das wollen wir eben umgehen, um die Mainstream-Adoption gerade für Profile und die kreative Economy, die sich darauf baut, dann eben einfacher anzudocken an die neuen Technologien. Okay. Bin ich gespannt. Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Ich bin dann gespannt, wenn ich es dann vor mir sehe und das erste Mal auch benutze. Ich freue mich drauf. Ja, ich will noch nicht zu sehr in die Details gehen, wie wir das technisch dann genau umsetzen, aber. Ja, Felix, wird es in 10 Jahren noch Banken geben? Und was oder wo wird Luxo dann sein? Was ist deine Weissagung dazu? Tja, wie und wo wird Luxo in 10 Jahren sein? Also Banken wird es auf jeden Fall noch geben. Wir sehen jetzt schon einen sehr großen Trend von Banken, die hingehen und Blockchain oder Krypto-Assets unterstützen und auch Blockchain-Assets unterstützen. Früher war das noch ein bisschen eine Seltenheit, dass man Banken gesehen hat, die sich damit befassen. Aber ja, es wird zunehmend Realität. Deswegen denke ich, die Banken, die werden da bleiben, wo sie sind, werden sich vielleicht viele Werte shiften, weg von dem reinen Fiat oder dem Geld, was man auf einer Bank hält, mehr hin zum DeFi, wie wir jetzt auch den Trend sehen. Der wird sich mit Sicherheit auch vergrößern. Aber es gibt durchaus genug Anwendungsfälle für Banken weiter zu existieren. Und da werden wir keine große Veränderung sehen, außerhalb der Verschiebung von vielleicht privaten Sachen, die man anlegt und die man jetzt vielleicht lieber in Kryptoassets steckt. Luxo in 10 Jahren, sehr gute Frage. Die Luxo-Blockchain als Fundament für alles, was denn da an kreativem Metaverse auf uns zukommt. Ja, viele, viele Projekte, die jetzt laufen, die fokussieren sich nur auf einen spezifischen Anwendungsfall. Unter anderem, okay, wir machen jetzt das Social Media und dann kann man vielleicht ein Social Media in der App benutzen. Das ist dann aber nicht mehr kompatibel, wenn man irgendwelche Coins hält zu den Exchanges und alle benutzen unterschiedliche Standards, weil sie denken, sie machen das gerade am besten. Und dann ist das quasi wie damals, als es den ERC-20 noch nicht so wirklich gab, beziehungsweise viele unterschiedliche Token-Standards zum Einsatz kamen, dass man dann eine Exchange hat und die muss Standard A supporten und Standard B und ach, da kommt ein neuer, da machen wir noch einen hinzu und dann fügen wir das manuell noch mit hinzu. Dann kam irgendwann der ERC-20 und alle haben den Standard als gegeben hingenommen und der hat sich eben dann entwickelt zu dem Standard, den wir heute kennen für austauschbare Krypto-Tokens oder im Allgemeinen austauschbare Tokengüter. Und genau das wollen wir eben auch mit Luxo liefern, eben die Standards für neue digitale Güter, für das Metaverse, für alles, was jetzt gebaut wird, die nächste Generation von NFTs zu standardisieren, interoperabel zu machen, mehr Funktionalität hinzuzugeben zu NFTs, dass das eben nicht nur ein Standardbild ist mit einem Link zu einem IPFS, sondern dass man da wirklich interagieren kann, Informationen hinzufügen kann, dass die wirklich austauschbar sind, die Informationen, dass man auch viel mehr Informationen zu einem NFT mit hinzufügen kann, als es denn aktuell ist und das natürlich dann auch übertragen auf Nutzerprofile, dass man dann so wie jetzt der ERC-20 als einheitlicher Standard für die Token gilt, man auch sagt, okay, wir haben jetzt den ERC-725 und wir haben jetzt die digitale Identität von dem Luxo-Standard und das wird jetzt benutzt als der Standard, den wir benutzen für SSI-Implementationen auf einer Blockchain, die eben EVM unterstützt. Aber es werden sicherlich auch genug Leute folgen, die dann eben den Smart Contract Code übersetzen in andere Programmiersprachen. Und die Luxo-Blockchain an sich, schwer zu sagen, also die Standards haben eine sehr hohe Daseinsberechtigung, weil dann natürlich auch jeder interoperabel sein möchte mit der Luxo-Blockchain, beziehungsweise dann auch die Standards auf anderen EVM-Chains zum Einsatz kommen. Ich glaube, die
Luxo-Blockchain, die kann sich wirklich entwickeln zu der zentralen Blockchain eben für die kreative Economy und dass sehr viele Projekte dann eben andocken und sagen, hey, guck mal, hier ist man nicht mehr nur mit Wallets unterwegs, sondern hier kann man wirklich seine ganzen NFTs mit Profilen halten, so wie wir das jetzt schon aus der realen Welt kommen. Und ja, seid gespannt auf alle Technologien, die wir bauen und die wir hinzufügen, um eben Blockchain-Anwendungen wirklich in den Mainstream zu kriegen. Nächste Frage direkt. Was, also das klang jetzt natürlich schon mal öfter an bei dir, aber trotzdem nochmal die Frage, was kommt denn deiner Meinung nach dem DeFi und NFT-Hype, den wir jetzt so Stück für Stück durchgelaufen sind? Ja, wirklich eine Datenökonomie, wo wir das, die Anwendung, die wir jetzt in der echten Welt haben, sehr viel dezentraler erfahren, wo wir unser eigener Herr sind über Daten, den Leuten die Macht zurückgeben über ihre eigenen Assets und Benutzerdaten, die eben anfallen beim Benutzen von Services. Also nach DeFi und NFT wird dann wahrscheinlich die Datenökonomie mit Profilen kommen, mit Accounts, ja, on top auf einer Blockchain. Man sieht es jetzt schon im Ethereum-Team, da wird entwickelt an einem Login with Ethereum, so wie wir das auch kennen, von dem Button mit Login von Google und Login von Facebook. Und ja, aktuell funktioniert das natürlich nur mit einer Wallet, die man dann eben hat. Und zukünftig wird es halt so sein, dass wir auch unsere Identitäten auf der Blockchain festhalten wollen und da reicht dann die Wallet nicht mehr aus. Und da kommt es dann eben zu solchen Profilen, wie wir sie gerade standardisieren und ins Leben rufen wollen. Kommt es also als nächstes zur Zerschlagung von Facebook und allen anderen bisherigen Datenkraken? Alles dezentral, ja, alle unsere Daten zurückgewinnen. Nicht so krass, wie man sich das vorstellt, aber ja, nach und nach wird es mehr und mehr Kraft gewinnen. Nicht jeder hat vielleicht im Hinterkopf, oh, da ist Facebook und die haben Daten von mir. Ich glaube, für die meisten Leute ist das nicht wirklich angekommen und die wissen auch nicht, was für einen unheimlicher Wert solche Daten haben und das da überhaupt Daten verkauft werden. Die fühlen sich vielleicht immer noch recht sicher, WhatsApp zu benutzen. Und die, ja, man sieht es auch an den Nutzerzahlen, man benutzt sehr viel Social Media, weil das eben gerade Mainstream ist. Aber in Zukunft kann sich das schon wirklich shiften, wenn mal gute Anwendungen kommen, das Onboarding eben einfacher gemacht wird, gerade im Bezug auf Transaktionskosten und eben solche Dinge wie das Seed niederschreiben. Da werden schon genug Leute dann ja sagen, hey, guck mal, ich habe ein paar NFTs und ich habe Kryptowährungen und jetzt kombiniere ich das einfach mit meiner Identität und kann vielleicht auch gewisse Sachen im digitalen Raum, in Spielen und so weiter dann benutzen. Dann ist das schon recht nahe, dass dann sowas auch ja adaptiert wird von vielen, die dann einfach alles wieder bei sich haben in einem zentralen Ökosystem und die sagen, okay, ich habe hier das Profil und das hält alles und das hat ganz viele Funktionalitäten. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Account für Facebook, einen Account für Instagram, einen Account für WhatsApp. Das, wo wir jetzt im Laufe unseres Lebens vielleicht 100 oder 200 Identitäten haben, mit denen wir uns einloggen, wird zukünftig über eine Identität womöglich ausreichen oder zumindest im einstelligen Bereich ausreichen, so wie wir das machen können. Und ja, die Identitäten, die müssen auch nicht immer public sein, so wie wir das aktuell noch machen mit unseren Profilen. Man kann die natürlich auch anonym betreuen. Wenn man absieht von der Reputation und von den NFTs, die man hält, kann man natürlich dann auch anonym, so wie es jetzt weiterhin möglich war, mit Wallets ganz normal handeln und da eben seine Kryptoassets drauf verwahren. Also das wird, glaube ich, der nächste große Schritt. Wo wohnt Nikolas von Saberhagen, Felix? Hast du den Namen schon mal gehört? Den Namen schon mal irgendwo gehört, aber kann ich nicht wirklich zuordnen zu irgendeinem Gebiet. Vielleicht irgendeinen Menschen, den es gar nicht gibt. So ein kleines Abbild von Satoshi Nakamoto. Das ist schon warm. Ja, aus der Richtung kenne ich es, aber ich habe keinen näheren Zusammenhang. Deswegen kann ich da nur mutmaßen. Vielleicht kommt er ja aus Mittweiler, besucht Mittweiler. Tolle Stadt. habe ich keine Meinung. Na gut, dann sind wir durch, denke ich mal. Dann danken wir dir für die interessanten Ausführungen, Felix. War wirklich sehr interessant.
Möchtest du den Felix nicht aufklären, wenigstens ihm auf die Sprünge helfen? Bis jetzt haben wir allen unseren Gästen wenigstens noch gesagt, wer denn der Nikolas ist. Ich würde sagen, das, was wir wissen in die Richtung, die er geraten hat, passt ja soweit. Ja, hat was mit Monero zu tun. Genau. Und da geht es auch um Privatsphäre. Ja. Also der Nikolas von der Saberhagen hat halt da den Kryptonot und auch Monero maßgeblich mitgewirkt. Ist aber unbekannt. Ja, der ist recht unbekannt, das stimmt. Aber Satoshi Nakamoto war am Anfang auch unbekannt. Und jetzt wissen wir ja, dass er in Milwaida wohnt. Genau. Am meisten. Deine Intuition, deine Vermutung, da warst du schon, muss ich sagen, wirklich in einer sehr guten Richtung. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit heute, für deine interessanten Ausführungen. Und denke mal, du hast da ein ziemliches Tiefenwissen da dir durch deine Dokumentation bei Luxo angeeignet, was sicherlich auch für deinen beruflichen Werdegang und deine Zukunft von großem Vorteil sein wird. Ja, vor allem die Erfahrung gerade mit dem Luxo-Team. Mhm. Also schon wirklich eine Ehre, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, täglich in Kontakt zu sein. Wo sitzen die? In Deutschland? Oder? Ja, wir haben in Berlin den Office. Da sind circa 15 Leute und ja, darunter eben auch Fabian Vogelsteller und Marjorie, die auch in Berlin im Office sind. Und ja, einige kommen auch aus der ganzen Welt, also London oder ja, ich weiß gar nicht, woher alle kommen, aber es gibt auf jeden Fall so eine Mischung. 50% in Berlin, 50% von anderswo und auch einige, die immer wieder pendeln und reisen, so wie ich auch von Midweida fast jede Woche nach Berlin pendel, um einfach den Austausch zu haben mit den Leuten, in Kontakt zu bleiben. Und das ist schon gerade bei so einem spannenden Projekt sehr wichtig, auch die Präsenz zu halten und einfach so wie wir jetzt den Austausch zu haben über gewisse Themen und Sachen zu erklären, weil das ja dann am Ende auch Spaß bringt, wenn man Technologie neuen Leuten näher bringt oder ja, neue Sachen einfach mal in den Raum wirft. Okay. Gut, also nochmal danke und dann viel, viel Glück. Vielleicht, wenn du deine Masterarbeit fertig hast, dann können wir vielleicht uns nochmal unterhalten. Ja. Und dann wird ja auch Luxor sich ein bisschen weiterentwickelt haben und vielleicht auch schon im Mainnet eine Weile gelaufen sein. Ja, können wir alle gespannt sein, wie das dann im nächsten Jahr alles vor sich läuft. Ich komme nochmal auf dich zu, um so eine Staking-Note aufzusetzen, wenn ich da Fragen habe. Ja. Kannst du machen. Das sollte keine Probleme verursachen. Dann also auch von mir, danke fürs Hiersein, danke für die Informationen an unsere Zuhörer, danke fürs Zuhören. Die Folge wird nicht mehr vor Weihnachten rauskommen, deswegen kein frohes Fest. Dir ein frohes Fest, Felix, und euch beiden, Ralf danke, und Thor, danke. Und allen unseren Zuhörern einen guten Rutsch. Bleibt gesund und wir hören uns im Jahr 2022 wieder. Mhm. Vielen Dank. Ciao.